grasping at the light, soaking in the warmth of peace beyond a fight. You have dreamt of walking, slowly taking time, figuring the knots out web of mine. I'm a pain, I know, tearing things to bits and pieces, but I haven't won until you Ja, Leute, hier sind wir natürlich im anderen Bereich. Hier haben früher die Frauen gewaschen. Man muss sich mal so vorstellen, die haben hier in dem Wasser die Wäsche gewaschen. Und hier an dem Steg natürlich auch. Ja, das war früher so, im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert haben die hier schön gewaschen. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier in Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel ist genau hinter mir. Und ja, wir gehen jetzt zu Mont Saint-Michel. Wir gucken uns das jetzt mal so ein bisschen an. Und ich würde euch mal so ein bisschen mitnehmen in ein paar schönen, tollen Eindrücken. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, kurze Info, wir stehen hier auf dem Stellplatz direkt an Mont Saint-Michel. Und wir bezahlen 23 Euro für 24 Stunden. Ja, wir bleiben 2 Tage. Und ich schätze mal, dass das dann so, ich schätze mal so um 35 Euro dann kosten würde für die 2 Tage. So, ich würde sagen, jetzt geht's los und viel Spaß bei den tollen Eindrücken von Mont Saint-Michel. Ich sag, boah.
Leute, und wisst ihr, wie die Frau hier ist? Direkt hier an der süßen Kapelle. Das ist die Frau Jeanne d'Arc. Die hat im 14. Jahrhundert eine ganze Armee angetrieben zu kämpfen. Eine Französin. Ja, hier finden wir uns auf dem Friedhof von Mont-Saint-Michel. Und zwar sind hier die ganzen Menschen, die hier mal gelebt hatten, die sind hier beerdigt worden. Und hier vom ganzen Mont-Saint-Michel sind ca. 30 Bewohner auf der ganzen Burg hier. So Leute, ich werde jetzt hochgehen, ganz ganz nach oben zu der Kapelle und mal schauen, wie es da oben aussieht. Ja Leute, jetzt sind wir wieder zurück und jetzt sind wir wieder hier an unserem Stellplatz. Mont-Saint-Michel waren tolle Eindrücke, fand ich zumindest. Ja, und jetzt geht es ein bisschen weiter rauf, mal gucken, wo es uns überall hintreibt. Ja, da würde ich sagen, dann bis später und los geht's. Nein. Hier sind wir in Saint-Borlage, das sind ungefähr 15 Kilometer weg von Saint-Malo. Und wir haben hier einen tollen Strand entdeckt. Richtig toll. Ach, guckt euch das an hier, wie toll. Ah, da lassen wir direkt mal Skat laufen. Ja, und hier sind alles schöne Felsen, wo wir praktisch, oder wo man praktisch drauf gehen kann. Wahnsinn. Und dann würde ich sagen, da gehen wir doch jetzt mal drauf. Einfach nur traumhaft. Einfach nur traumhaft. Das hier
sind alles Muscheln und die kann man essen, das sind Niesmuscheln. Die kann man alle essen. Hier könnte man auf jeden Felsen klettern. Boah, Hammer. Wie toll das hier ist, mein lieber Mann. Papa dir beigebracht hat. Hier lauf. Uah. Lauf. Prima. So easily, everyone has a secret dream, but I swear you got more of a scheme. You're so carefree.